In diesem Video werden 8 Spiele für große Klassen vorgestellt. Im Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den jeweiligen Videos springen. In diesem Video werden Kräftigungsübungen mit Bänken demonstriert. Als Material brauchen wir Bänke und Ziel ist die Verbesserung der Kraftausdauer. Die Schüler verteilen sich gleichmäßig auf die 6 Bänke, führen ihre Übungen durch und nach einer vorher definierten Zeit wechseln sie zur nächsten Bank weiter. Die Dauer der einzelnen Übungen sowie die Anzahl der Serien hängt natürlich stark von dem Leistungsniveau der Schüler ab und muss von der Lehrkraft selbst bestimmt werden. Natürlich können je nach Zielsetzung auch andere Übungen durchgeführt werden. In unserem Beispiel machen die Schüler Crunches auf der Bank, Gretsprünge auf die Bank, Dips, Skipping auf die Bank, Wechselsprünge über die Bank und Liegestütz, wobei hier die Schwierigkeit sehr gut differenziert werden kann. Auch die Länge der Pause zwischen den Übungen sowie die Art der Pause, aktive Pause oder nur Wechsel zur nächsten Station, sollte sich am Leistungsniveau der Schüler orientieren. Dieses Spiel heißt Nummernspiel. Als Material brauchen wir Bänke und Ziel ist es, die Reaktion sowie die Orientierung der Schüler zu verbessern. Die Bänke werden der Reihe nach durchnummeriert und die Lehrperson ruft zweistellige Zahlen, nach denen die Schüler wechseln müssen. 14. 25. Wichtig, die Bänke behalten ihre Nummern. Das bedeutet, wenn ein Schüler von der Bank 12. 3 zur 1 wechselt, ist er nachher die Nummer 1. 40 plus 5. Man kann diese Spielform natürlich auch mit Rechenaufgaben erschweren. 39 minus 8. 52. Man kann das Spiel natürlich auch so spielen, dass der letzte kleine Zusatzaufgaben am Rand zu erledigen hat. 3 mal 5. 635. Die Variation mit dreistelligen Zahlen ist sehr anspruchsvoll. 124. 48 durch 4. Zusätzliche Schwierigkeit: Bei Zahlen, die bei 6 Bänken nicht vorkommen können, darf sich niemand bewegen. 18. Oh, alle vier erwischt. 4. In diesem Video wird das Spiel Olymp vorgestellt. Als Material brauchen wir Bälle, eventuell kann man statt den Linien auch Hütchen verwenden. Ziel ist die spielerische Verbesserung der Wurf- und Fangleistung. Das Spielfeld wird in 3 gleich große Felder geteilt: Unterwelt, Erde und Olymp. Alle Schüler starten auf der Erde. Wenn es gelingt, einen Schüler abzuwerfen, darf man ein Feld nach oben wandern, also von der Unterwelt auf die Erde bzw. von der Erde in den Olymp. Wenn ein Schüler getroffen wird, muss er immer ein Feld weiter nach unten wandern, also vom Olymp auf die Erde bzw. von der Erde in die Unterwelt. Wird er in der Unterwelt getroffen, läuft er eine ganze Runde um das Spielfeld und startet wieder auf der Erde. Dadurch sind alle Schüler ständig in den Spielprozess integriert. Eine sehr nette Variation des Spiels ist es, wenn man das Spiel in Zweierteams spielt. Sobald ein Schüler getroffen wurde bzw. trifft, wandert das Paar gemeinsam ein Feld nach unten bzw. oben. Weiters kann man das Spiel auch so spielen, dass ein Schüler pro Paar als Halbgott unsterblich ist und seinen Partner beschützen kann. Nur wenn der Sterbliche getroffen wird, wandert das Paar ein Feld nach unten.
In diesem Video wird ein Pyramidenlauf vorgestellt. Das Material variiert je nach Stationen. Ziel ist die Verbesserung der Kraftausdauer. Die Schüler haben die Aufgabe, den vorgegebenen Parcours einmal zu durchlaufen. Anschließend zweimal, dann dreimal. Das geht je nach Alter und Leistungsstufe unterschiedlich hoch. Anschließend kann die Pyramide auch wieder bergab gemacht werden. Also eine Runde, zwei, drei, zwei, eins. Um die Staubildung zu verringern, kann der Pyramidenlauf auch so aussehen. Jede Gruppe macht ihre Station, erst wenn alle fertig sind, wird weiter gewechselt. In diesem Video wird das Spiel Reise durch Europa vorgestellt. Als Material brauchen wir die vorbereiteten Zettel mit Ländern und Städten. Ziel ist die spielerische Verbesserung der Ausdauer. Die Schüler werden in Gruppen geteilt und jede Gruppe bekommt eine Hauptstadt zugewiesen. Nun haben die Schüler die Aufgabe, durch Europa zu laufen und immer das nächstrichtige Land zu finden. Wir illustrieren das am Beispiel der Gruppe Wien. Die Gruppe Wien muss den Zettel finden, auf dem Wien in der ersten Zeile ganz links oben steht. In der gleichen Zeile rechts finden sie nun ihr nächstes Land, in diesem Fall Russland. Jetzt müssen sie im zweiten Schritt auf einem anderen Zettel die Hauptstadt von Russland in der zweiten Zeile links finden, hier also Moskau. Weiter geht's in der gleichen Zeile mit dem nächsten Land. Das geht so lange, bis die Schüler in der letzten Zeile rechts ihr Lösungsland gefunden haben, in diesem Fall Deutschland. Anschließend laufen sie zur Lehrkraft und nennen die Hauptstadt ihrer Staatshauptstadt und die Hauptstadt des letzten Landes, in unserem Fall Wien und Berlin. Die Lehrkraft kann nun mit dem Lösungszettel ganz leicht überprüfen, ob die Reise durch Europa richtig absolviert wurde. Falls nicht, können die Schüler noch einmal starten und ihren Fehler finden. Je nachdem, wie weit verteilt die Zettel liegen, dauert das Spiel zwischen 5 und 25 Minuten. Durch die spielerische Komponente ist diese Form der Ausdauerschulung bei den Schülern sehr beliebt. Zusätzlich wird die Merkfähigkeit und das Teamwork der Schüler gefördert. In diesem Video wird eine Rhythmusschulung mit Bänken präsentiert. Als Material brauchen wir Bänke und Ziel ist es, die Rhythmusfähigkeit zu verbessern. Die Schüler laufen von zwei Seiten beginnend einen Slalom frei durch die Bänke. Beim zweiten Durchgang wird das Reißverschlussprinzip angewendet. Das bedeutet, es kommt immer ein Schüler aus der linken Gruppe, dann aus der rechten Gruppe, dann wieder aus der linken Gruppe. Beim dritten Durchgang haben die Schüler die Aufgabe, auf der dritten Bank synchron mit dem Partner zu klatschen. Wie sie die Bänke überwinden, ist dabei egal. Beim vierten Durchgang muss die Bank immer mit dem rechten Fuß berührt werden und auf der dritten Bank synchron mit dem Partner geklatscht werden. Hier sieht man schon, dass das für die Schüler schon sehr herausfordernd ist. Bei diesem Durchgang können die Schüler die Bänke frei überqueren, jedoch müssen sie die Bewegungen eines Schülers spiegeln. Spiegeln bedeutet, wenn der Schüler die rechte Hand rausgibt, müssen die übenden Schüler die linke Hand rausstrecken. Das Spiel Robin Hood ist eigentlich ein versteckter Kraftausdauerzirkel. Das Material ist je nach Stationen unterschiedlich und Ziel ist die spielerische Verbesserung der Kraftausdauer. Die Art der Stationen und Anzahl der Stationen kann je nach Leistungsniveau und Anzahl der Schülerinnen variieren. Das Besondere an diesem Zirkel ist, dass es keine fixen Zeitvorgaben gibt, sondern die Schüler so lange üben, bis die Werfergruppe alle Hütchen von der Bank geschossen hat, alle Tennisbälle wieder eingesammelt sind und die Hütchen wieder auf den Bänken stehen. Erst dann wird die Zeit gestoppt. So lange können die anderen Schüler bei den jeweiligen Stationen Punkte sammeln. Ein Punkt ist immer dann erzielt, wenn das Hindernis in der vorgegebenen Bewegungsaufgabe einmal überwunden wird.
Sobald der Pfiff der Werfergruppe ertönt, rechnen die Schüler die erzielten Punkte innerhalb der Gruppe zusammen und wechseln weiter zur nächsten Station. Sobald die Schüler alle Stationen absolviert haben, werden die Gesamtpunkte zusammengerechnet und der Sieger des Robin Hood Ritterturniers gekürt. Aufgrund der spielerischen Form und der flexiblen Belastungsdauer ist diese kindgerechte Form der Kraftausdauerschulung für die Schüler sehr motivierend und sie machen es auch sehr gerne. Dass die Zeit erst dann gestoppt wird, wenn die Wurfstation wieder komplett aufgebaut ist und alle Tennisbälle eingesammelt wird, wird der Übergang zwischen den Gruppen deutlich einfacher. Wichtig ist, die Lehrperson muss auf herumrollende Tennisbälle achten, damit andere Schüler nicht gestört werden. Dieses Spiel heißt Teammarathon. Als Material brauchen wir Hütchen, eine Stoppuhr, Tennisbälle und zwei Kübeln. Und Ziel ist die spielerische Schulung der Ausdauer. Die Schüler haben die Aufgabe, als Team eine vorher definierte Distanz gemeinsam zu absolvieren. Je nach Niveau und Anzahl der Schüler können unterschiedliche Zielsetzungen gewählt werden. Hier ein paar Beispiele. Das sehr angenehme an dieser Spielform ist, dass die laufstarken Schüler die Leistung der laufschwächeren Schüler kompensieren können. Nicht die Einzelleistung steht im Vordergrund, sondern das Team muss eine gewisse Distanz gemeinsam bewältigen. Da es schwer bis unmöglich ist, die Runden eines jeden einzelnen Schülers zu zählen, bietet sich folgendes System an. Man stellt zwei Kisten bereit. In einer Kiste befinden sich 50 Tennisbälle und die andere Kiste ist leer. Die Schüler haben nun die Aufgabe, einen Tennisball zu nehmen, eine Runde zu laufen und ihn dann in die andere Kiste reinzulegen. Der Umfang des Volleyballfeldes beträgt 60 Meter. Wenn man beispielsweise jetzt einen Halbmarathon mit den Kindern laufen will, dann wären das 350 Runden, die die Schüler gemeinsam absolvieren müssen. Das bedeutet, die Kübel müssen insgesamt 7-mal befüllt werden. Somit ist es für die Lehrperson relativ einfach, das zu kontrollieren. Durch das Transportieren des Tennisballs wird es für die Schüler auch kurzweiliger und ein Halbmarathon ist mit einer Schulklasse mit 20 Schülern circa in 7 bis 9 Minuten zu bewältigen.